Nun hat das Wort Carsten Hilse. Werte Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, es vergeht fast keine Sitzung mehr, bei der nicht oft in allerletzter Minute von den vor den entscheidenden Ausschusssitzungen wahre Wort- und Satzungetüme in Vorlagen bis zu 200 Seiten lang den Abgeordneten in den Ausschüssen vorgelegt werden, über die sie dann nach bestem Wissen und Gewissen und nur danach abstimmen sollen. So regelt es das Grundgesetz. Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, wobei das Grundgesetz nur von Gewissen spricht, aber wohl das beste Wissen der Abgeordneten voraussetzt bzw. zu erwarten wäre. Wie die meisten Bürger in der Zwischenzeit erkannt haben, ist diese Erwartungshaltung nicht nur, aber vor allem bei den Grünen Kommunisten nicht gerechtfertigt. Die einen haben null Ahnung von Physik und Mathematik, andere wiederum postulieren den Speck der Hoffnung. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man laut loslachen, aber auf jeden Fall ist es zum Fremdschämen. Aber kommen wir zum heute zu besprechenden Gesetz, dem Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben, 129 Seiten lang, davon 48 Seiten rein, tu dies, tu das, gefolgt von 81 Seiten mit Begründungen, die man auch nur nach streng methodischer Fleißarbeit punktuell den eigentlichen Änderungen zuordnen kann, um dann zu ergründen, was gemeint ist, zu bewerten und dann nach bestem Gewissen zu entscheiden. Das machen Sie aber mit Ihrem Verfahren, die immer öfter die parlamentarischen Abläufe komplett missachten, fast unmöglich. Und nicht nur die Abgeordneten überfahren Sie ständig, auch die Experten vom BDEW beklagen sich darüber speziell bei diesem Gesetz. Sie schreiben Ihnen nicht nur ins Stammbuch, dass Sie sich in dem Gesetz nur auf die grundlegenden vom EuGH beanstandeten Regularien konzentrieren sollen. Sie monieren auch, und das zu Recht, dass die Regierung dem BDEW ganze 4 Tage Zeit ließ, zu diesem Konvolut Stellung zu nehmen. Der BDEW gab in seiner Stellungnahme an, dass man in so kurzer Zeit nicht umfassend Stellung nehmen könne. Schon im Vorwort wird diese grundsätzliche Kritik formuliert. Ich zitiere: Der BDEW und seine Mitgliedsunternehmen halten es für nicht akzeptabel, dass Gesetze mit einer derartigen Tragweite für die Energiebranche und die betroffenen Unternehmen mit solch knappen Fristen konsultiert werden. Dies entspricht nicht den Grundsätzen guter Gesetzgebung. Zitat Ende. Aber in der Zwischenzeit sind Ihnen nicht nur die Meinung der Opposition, der Experten, sondern auch die Grundsätze parlamentarischer Arbeit vollkommen egal. Und diese Grundsätze verletzen Sie ständig und vor allem mit Absicht. Man denke nur an das unsägliche Heizhammergesetz, welches bei Einbringung bereits völlig überholt war, weshalb 111 Seiten Änderungskauderwelsch bedurfte. Das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen nun in diesem einen Fall Ihrem Treiben einen Riegel vorgeschoben, sodass das GEG später beschlossen werden muss. Aber es bleibt natürlich trotz der vielen Mini-Änderungen ein Ausplünderungs- und Enteignungsgesetz, sowie auch dieses hier von der EU erzwungene, die Freiheit und die nationale Souveränität aushöhlende Gesetz. Es wird immer deutlicher, dass unsere Forderung, die EU aufzulösen und an deren Stelle einen neuen, auf rein wirtschaftlicher Zusammenarbeit gerichteten Staatenbund zu gründen, mehr als berechtigt ist. Wir wollen ein Europa der Vaterländer, wie es Charles de Gaulle forderte, dass es nur mit der AfD ein Europa der Vaterländer, ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit geben wird, erkennen immer mehr Menschen in Deutschland, und deswegen steigen unsere Zustimmungswerte im Moment 21%. Deswegen werden unsere Kandidaten zum Landrat und Bürgermeister gewählt. Deswegen sind wir im Osten stärkste Kraft, in Thüringen mit 34%. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, können Sie sich Ihren faschistischen Schutzwall, genannt Brandmauer, in die Haare schmieren. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank. Und ich komme kurz zurück zum Zusatzpunkt 8. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Gibt es noch ein Mitglied des Hauses, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das ist nicht. Gibt es jemanden, der noch nicht seine Stimme abgegeben hat? Dann zügig, bitte. Doch, doch.
rennt einer los. Ja, da rennt jemand los. Und noch einer. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen die nächste Rede und schließen danach. Der Kollege Konrad Stockmeier.